Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, hinter mir toben schon die Äffchen und ich zeige euch auch mal eben, wo ich aktuell bin. Und zwar ist das hier unten, ja, ein Stückchen weiter, den Weg runter von da, wo wir beim letzten Mal waren. Und zwar gehen wir heute auf Wespenjagd. Ich hoffe, das ist jetzt kein schlechtes Omen hier. Das war jetzt nur ein Insider für all diejenigen, die diesen Sommer mitbekommen haben bei mir. Nie ist ein Wespennest in der Nähe, wenn man mal eines braucht. Worum geht es? Wie kann ich helfen? Dumme Wespe, sie entwischt mir immer. Was macht ihr da? Psst, ich bin eine Initiantin der Jagdgesellschaft, die man die Bluthunde nennt. Als meine erste Beute soll ich eine Wespe zur Strecke bringen, aber ich... Nun, ich bin keine besonders gute Spurenleserin, wisst ihr? Die Wespe ist mir entkommen. Vielleicht kann ich helfen. Würdet ihr das? Das würde ich wirklich sehr zu schätzen wissen. Um die Wespe aufzuspüren, bückt ihr euch und schaut euch sorgfältig um. Ihr könnt dann erkennen, wo die Wespe gelandet ist. Sucht einfach nach zerdrücktem Gras oder abgebrochenen Ästen an Büschen. Spürt sie auf, tötet sie und bringt mir ihren Kopf. Und woran erkenne ich jetzt genau, dass es eine Wespe ist und kein anderes Tier? Ich werde mein Bestes tun. So, das heißt, wir müssen uns wirklich bücken, also in die Hocke gehen. Ich vermute mal von hier aus. Und... Und wir sehen nichts. Fängt ja schon gut an. Okay, also hier im Gebiet ist es aber auf jeden Fall, wo wir theoretischerweise was sehen sollen. Da ist ein Xever. Steht aber, bückt euch, um die Spuren der Wespe zu finden. Jetzt sind wir natürlich auch nicht mittendurch. Hallöchen. Moment. Hier das Gelbe. Das sieht doch schon mal gut aus. So, da hinten ist noch was Gelb. Es geht in die Richtung. Aber wo geht's jetzt hin? Ah, es geht nirgendwo hin. Sie ist direkt hier. Sehr schön. Okay. Dann würde ich den gerne noch schnell mitnehmen, solange du mir hier den Kopf nicht abpackst. Und wird dann die Wespe mal eben von ihrem Kopf trennen. So, die Frage ist, wo ist sie jetzt? In der Richtung. Alter. Hilfe! Da kam gerade noch was raus. Sie ist da, wo ich sie eben verlassen habe, ne? Ah ja, genau. So, bitteschön, der Kopf. Habt ihr sie? Habt ihr die Wespe gefunden? Ja, ich habe die Wespe getötet. Hier ist ihr Kopf. Fantastisch, gute Arbeit. Natürlich kann ich nicht wirklich Anspruch auf diese Beute erheben. Aber ich glaube, jetzt, wo ich euch dabei gesehen habe, verstehe ich mehr vom Spurenlesen. Ihr seid ein Naturtalent. Ja, ist kein Thema. Also da, wo ich die jetzt gerade geköpft habe, da ist direkt eine neue erschienen. Kannst direkt hingehen und dein Glück versuchen. Wir erhalten mittlere Beine in Belebend ohne Set. Einst hörte ich Ledrenor über einen großen Fährtenleser aus langer Vorzeit namens Harras reden. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das wart ihr. Wer ist Harras? Ein legendärer Bluthund. Er ist besessen von diesem mythischen Senche. Und seine Jagdgefährten sterben allzu oft. Ich hörte, er wäre im nördlichen Grünschatten auf der Jagd. Nun gut, diese, wie ich gehofft hatte, wahnsinnig lange Quest. Hast du mich jetzt gerade... Ach, die läuft mir hinterher. Ach, die Quest ist das. Ja, da gab es eine Quest tatsächlich, wo man dann, glaube ich, die Mutter tötet und das Kind einem die ganze Zeit hinterher fliegt. Das scheint diese Wespe zu sein. Ich muss mir da mal eben ein Bild von machen. Es tut mir leid. So, vielleicht wird das auch mein Coverbild. Mal schauen. Ja, dann versuchen wir unser Glück hier unten...
Die Blume der Tugend. Nee, ich würde sagen, wir versuchen unser Glück erstmal hier unten. Das ist ein ganzes Gebiet, was wir hier freischalten können, beziehungsweise weiß machen können. Vielleicht bedeutet das, dass die Aufgabe dann auch ein bisschen länger ist. Mal schauen. Wir sehen uns nicht gleich wieder da, weil ich glaube, der Weg ist gar nicht so lange, ne? Das dürfte direkt hier vorne irgendwo sein. Das ist allerdings der andere Questgeber. Das ist die Blume. Oder war das in dem... War das in dem Ding drin? Ja, irgendwie schon. Aber wenn ich jetzt hier rumreite, müsste ich quasi in der nächsten Öffnung einfach reingehen können. Ich glaube, das war tatsächlich gar nicht so eine lange Quest, wie ich mir jetzt erhofft hatte. Hier. Guten Tag. Kenn ich dich nicht? Wisst ihr, wie man liest? Klar. Aber warst du nicht derjenige, den ich vertrieben hatte? Oder siehst du einfach nur genauso aus? In der letzten Folge. Wer seid ihr? Wovon redet ihr da? Natürlich kann ich lesen. Ich werde Sumiril genannt. Ich bin einer der Hohlen. Wir leben, um dem Wildkönig zu dienen, der unser Gott und unser Schöpfer ist. Ich wollte euch fragen, ob ihr lesen könnt, denn ich habe da dieses Buch, das die wahre Geschichte des Wildkönigs und meiner Entstehung in sich bergen soll. Warum könnt ihr es nicht selbst lesen? Ich könnte es lesen, aber ich habe Angst davor. Ich bin nicht wie die anderen Hohlen. Ich kann meine Existenz in Frage stellen. Ich kann glauben oder nicht glauben. Was ist, wenn das Buch etwas über die Hohlen enthüllt? Unseren Zweck? Ich könnte von innen heraus zerbersten und zerspringen. Zumindest bin ich auf der richtigen Spur, weil er redet auch von den Hohlen. Ich werde das Buch lesen und euch sagen, ob eure Befürchtungen berechtigt sind. Es ist notwendig und ich bin wirklich dankbar. Ihr solltet wissen, dass der Autor des Buches es an das Labyrinth gebunden hat. Um das eine zu durchqueren, braucht ihr das andere. Inwiefern? Dieses Buch enthält immer nur einen einzelnen Abschnitt. Die Worte des nächsten Abschnitts erscheinen, sobald ihr das Buch aufschlagt. Haltet euch an sie. Sie werden euch an einen Ort tiefer im Labyrinth bringen. Dort senken sie sich auf die Seite herab und erschaffen so einen neuen Abschnitt. Nun gut, ich werde dieses Buch für euch lesen. Ich kann mich daran erinnern, dass das beim ersten Mal ein bisschen kompliziert gewesen ist. Achso, muss ich das hier lesen? Darf ich das nicht weiter rein? Folgt den Worten. Sumirils Buch, Abschnitt 1. Dies ist die Geschichte eines Knaben. Dies ist die Geschichte des Landes. Dies ist die Geschichte eines Knaben und wie das Land entstand. Der Name des Jungen war Ostion. Er hatte die Macht, das Land zu formen. Er flüsterte seine Befehle und das Land gehorchte ihm auf der Stelle. Aber der Knabe war allein. Ich mach das mal ein bisschen größer, weil da brauchte man einen gewissen Überblick für. Ach ja, das war das mit dem Buchstaben. Man muss dem Buchstaben folgen, das weiß ich noch. Und ich glaube, die haben einen dann irgendwie so ein Portal eröffnet, wie man dann in die nächste Ebene reinkommt oder sowas. Aber die fliegen irgendwie... Achso, doch, ich muss dann hier rum. Muss ich hier... Ja, anscheinend ja. Okay. Abschnitt 2. Bald schon hörten mächtige Leute von den Knaben und wie er das Land formen konnte. Sie verstanden nicht, dass das, was er hatte, eine Gabe war. Sie sahen nur die Macht, die ihm innewohnte. Sie erobern. Sie entschieden sich, den Knaben auf die Probe zu stellen. Ja, die Hohlköpfe sehen leider immer nur die Macht, wenn es darum geht. Aber eigentlich muss ich doch nur den Buchstaben folgen. Ich weiß, also ich kann mich aber daran erinnern, dass das irgendwie ab der zweiten Ebene oder so etwas schwieriger geworden ist. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass da Gegner kamen irgendwann. Oder sie haben es jetzt verändert. Das kann natürlich auch sein. Dass sie das jetzt ein bisschen einfacher gemacht haben. Boah, wenn ich zu schnell durchlaufe, kommen die nicht mit, ne? Kommt, Jungs. Zeigt mir den Weg, meine Buchstaben. Muss ich hier rechts hin? Ja, sieht so aus. Okay.
So anscheinend haben sie es irgendwie einfacher gemacht. Ich weiß es nicht. Abschnitt 3. Die Mächtigen schickten Ostion nach Walenwald. Sie sagten ihm, dass er Walenwald formen und dort eine große Stadt errichten soll. Sie schickten Baumeister, die ihm helfen sollten. Aber Walenwald war anders als das Land, in dem Ostion aufgewachsen war. Walenwald war wild und wütend. Und als der Knabe es bat, sich zu bewegen, antwortete es: Nein. So, links ist eins. Muss ich dahin? Hallo, Äffchen. Abschnitt 4. Ostion und Walenwald kämpften miteinander. Ostion befahl dem Land ein ums andere Mal, sich zu bewegen, und Walenwald weigerte sich immer wieder. Bei ihrem Kampf vergaßen sie alles andere. Ostion vergaß die Baumeister, die mit ihm entsandt worden waren, und Walenwald vergaß die Leute, die in seiner Mitte lebten. Oh oh, das hört sich nicht gut an. Guck mal, du hast mich doch zum Runenstein geführt. Und da darf ich den doch sicher auch mitnehmen, ne? So. Man darf aber doch ein bisschen schneller laufen, oder? Führt er mich jetzt zur Mitte? Weil da hinten ist noch so ein Teleport-Ding. Ah, okay. Abschnitt 5. Der Knabe und das Land begannen ihren Kampf zu lieben. Beide waren einsam gewesen und jetzt war keiner von ihnen mehr allein. Aber während ihres Kampfes wurden der Baumeister verletzt und getötet. Auch Sumiril, der einst nett zu dem Knaben gewesen war. Und plötzlich erinnerte sich Ostion daran, wer er war und weshalb er an diesen Ort geschickt worden war. Und er fand Sumirils Leiche und bat das Land, ihm zu helfen und Sumiril von den Toten zu erwecken. Jetzt kann ich dahin, oder? Ja. Abschnitt 6. Und dieses Mal hörte Walenwald auf ihn. Und Ostion und Walenwald wurden eins. Zusammen sind wir der Wildkönig. Ach, deswegen dieser Zwiespalt, verstehe. Ostion und ich, Sumiril ist unsere erste Schöpfung, unser hohler Mann, den wir von den Toten auferweckt haben. Dies ist die Wahrheit über unser Dasein. Von den Toten auferweckt, heißt das, das sind die Hohlen? Ich bin schon durch dieses Land gewandelt, bevor viele dieser Bäume Samen waren. In dieser Zeit wollte ich wissen, wie ich entstanden bin. Und hier steht ihr mit der Antwort. Und ich zögere, bin unsicher. Das ist aber völlig normal. Aber ja, er heißt Sumiril, also muss er es natürlich sein. Möchtet ihr, dass ich euch sage, was ich gelesen habe? Ich bin mir unsicher, was ich mehr bereuen werde. Die Wahrheit zu kennen oder sie nicht zu kennen. Vergebt mir meine Unschlüssigkeit. Bitte fahrt fort. Jetzt muss man sich entscheiden, was man nimmt. Aber wenn man immer wieder weiter drauf drückt, lügt man ihn ja eigentlich an. Weil wenn man immer auf E drückt, wird man ja immer das Erste nehmen. Und das wäre dann, dass der Wildkönig einst ein Sterblicher war, was ja nicht ganz stimmt, weil das ja im Endeffekt zwei Leute waren. Also einmal Ostion war, glaube ich, der Sterbliche, wenn ich mich richtig erinnere, und einmal halt der Wildkönig. Wobei der Wildkönig wird wohl auch einmal ein Sterblicher gewesen sein. Wir haben es, glaube ich, in der Geschichte schon mal gehabt, wenn ich mich erinnere. Richtig erinnere. Da war ja eine Quest, wo sie Angst davor hatte, neuer Wildkönig zu werden. Und sie musste sich dann, ja, quasi mit dem Alten verbinden, sozusagen. Naja, gut, sind dann beide Seelen da drin? Ich weiß nicht mehr, was damals gesagt worden ist, ehrlich gesagt. Er stammt sowohl aus diesem Land als auch aus einem fernen Land von hier. Ja, das ist eigentlich ja richtig, also so wie ich es verstanden habe, weil es hieß ja, der Wildkönig hat sich mit dem Menschen im Endeffekt verbunden und eigentlich sind es ja zwei Seelen, die da drin wohnen.
So habe ich es jetzt verstanden. Also sag ich jetzt mal, der Wildkönig ist beides, sterblich und unsterblich. Er stammt sowohl aus diesem Land als auch aus einem fernen Land von hier. Ich spüre, dass das wahr ist. Was ist mit mir? Sprach das Buch auch davon, wie ich entstanden bin? Ihr wart die erste Schöpfung des Wildkönigs und die, die er am meisten liebte. Bitte erzählt mir mehr. Ihr seid die Form, von der die Hohlen nur Abgüsse sind. Alles, was ihr mir gesagt habt, wusste ich bereits irgendwie. Ich spürte, dass es die Wahrheit ist. Ich hoffte, dass es die Wahrheit ist. Ich werde das Unbekannte nicht länger fürchten. Ihr habt die Dunkelheit von mir genommen. Vielen Dank. Ja, gerne, gerne. Machen wir doch immer wieder. Wir sind von montags bis freitags von... Nein. Wir haben einen entschlossenen Heilstab erhalten vom Set Kleidung des Schattentänzers. Ja. Sehr schön. Dann würde ich sagen, da das ja jetzt zwei Quests schon wieder gewesen sind, wobei die eine... Naja gut, die hat nicht wirklich lange gedauert. In diesem Fall, muss ich dazu sagen. Ich glaube, beim letzten Mal bin ich genau in die andere Richtung gelaufen und da habe ich die Spuren dann nicht gefunden. Zumindest anfangs nicht. Und da hat es dann ein bisschen länger gedauert. Aber heute hat ja zumindest mal alles geklappt. Das finde ich schön und finde ich okay. Und ja, dann würde ich sagen, dass wir hier dann auch tatsächlich mal einen kleinen Cut machen. Und dass wir uns dann in der nächsten Folge... Irgendwo hier in der Nähe, ich glaube, es war auf der anderen Seite von diesen Runden hier, dass wir uns dann dort wiederfinden. Und ich denke, dass die nicht so lange dauert, die Quest, die es dort gibt. Deswegen denke ich mal, werden wir nächste Folge wohl auch wieder zwei Quests zusammen machen in einer Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.